Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir sind hier in Sima? Hieß das Sima? Weiß gar nicht, hieß er? Ich hab gar keine Ahnung, wie die hieß. Karte. Wird mir nicht angezeigt hier. Gut. Ich würde sagen, wir machen das nächste. Die Quest, die ich gerade aktiviert habe, ich und mein Holz, machen dann gleich noch das hier und töten vielleicht schon diesen Typen direkt vor uns. Weil wir sind ja nur ein Level unter ihm. Das sollte eigentlich vielleicht schon klappen. Das ist gerade ziemlich laut, das Spiel für mich. Also klar, es geht schon, aber es dauert halt lange. Ja, du zum Beispiel nicht, Freund. Das Gute ist, dass ich einfach viel weiter angestrengt habe als er, weil er ja nur ein Schwert hat, nicht ein Speer. Also klar, er macht halt auch ganz gut Schaden, wenn er trifft, aber er trifft halt nicht so häufig. Au. Du hättest den Auftrag besser abgelehnt, Talon. Öffne das Söldnermenü. Okay, wir haben es gemacht. Ja. Höherer Schaden, die Attacke haben wir ja gemacht. Mit dem Bogen hätte ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen was holen können, aber gut. Okay, wir sind jetzt auf Platz 2. Aha, eine Arena-Einladung. Okay, neue Gravur freigeschaltet. Söldnerbrustplatte, die können wir gleich mal anziehen, glaube ich, weil ich glaube, die ist gut. Also, wenn wir sie anziehen können schon. Ja, können wir schon. Wir sind Level 5 jetzt. Sehr cool. Kriegerschaden. Krieger, warte mal, schwere Klinge und Adrenalin bei erfolgreichen. Okay, ich würde sagen, wir ziehen so eine Rüstung an. Oh Gott, ist das alles ja noch. Ne, das hier unten ist noch. So, hier, wir haben ein neues Röckchen. Kriegerschaden, Attentatsschaden. Und Kriegerschaden und Adrenalin pro Treffer und Athena sollte auch nehmen wir das hier, weil es episch ist und weil es halt mehr Dinges hat. Hier haben wir auch neue. Kriegerschaden, Attentatschaden. Wir haben aktuell hier Attentat drauf. Ich würde sagen, hier lassen wir auch Attentat. Ah ne, wir nehmen das hier auch, weil es episch ist. Haben wir auch eine epische? Klar haben wir. Dann nehmen wir das hier, ist noch besser. Schüchen haben wir. Jetzt nehme ich das epische an. Muss ich gar nicht gucken. Könnte sein, dass das hier von irgendeinem DLC ist oder sowas? Bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall nehmen wir es mit. Jägerschaden. Ja, machen wir Jägerschaden für unseren Jägerbogen. Weiß ich nicht, verstehe nicht, warum wir das annehmen sollten. Ich bin ja Freund von Speeren. Einfach ein ganz episches Outfit. Okay, hier haben wir Pfeile. Hier haben wir noch Quatsch. Bodenloser See. Alle auf der Insel glauben, hier können wir am tiefsten tauchen. Doch es gibt einen See an der Küste der Kuliadai, der bodenlos sein soll. Wenn du so tief tauchen kannst wie die Frau Swammer, wirst du mich finden können. Küste. Haben wir denn hier wohl einen See an der Küste? Also was heißt See an der Küste? Der ist nicht an der Küste, oder? Das ist Ithaka. Okay, Kapellania ist. Ithaka gehört da auch noch zu. Vielleicht gibt es hier dann irgendwie einen See und eine Stadt, die so heißt. Egal, wir gucken jetzt noch weiter. Wir können hier noch diese Daily Quest annehmen, aber. Das sehe ich gerade nicht. Sie wollen Blut sehen, ja. Das ist die Quest für die
Arena, aber die wollen wir auch noch nicht machen. Das können wir auch noch nicht machen, weil die ist ja wahrscheinlich irgendwo am Arsch der Welt. Und irgendwas gibt ja auch Schaden gegen Athena-Soldaten. Daran können wir schon erkennen, dass es hier irgendwie Krieg gibt. Die andere Partei ist Sparta. Ja, Sparta war es und man kann halt irgendwie für Sparta kämpfen, gegen Sparta kämpfen. Mal gucken, was wir machen. Hier kam es zu dem Hinterhalt. Ich sollte mich umsehen. Ziemlich viele Fußabdrücke. Eine Gruppe ist von hier aus nach Westen aufgebrochen. Nun. Westen ist doch hier. Gibt es nämlich Anhaltspunkte? Oder soll ich da noch weiter suchen nach mehr Dingern? Das kann natürlich auch sein. Dann hätte ich es gerade ein bisschen falsch verstanden. Weil ich dachte, jo, nach Westen hau ich direkt ab. Aber kann ja sein, dass hier noch irgendwas anderes ist. Na, hier zum Beispiel. Der Karren wurde leergeräumt und liegen gelassen. Der Dieb kann mit der Fracht nicht weit gekommen sein. ...250? Also ich hab doch schon Holz. Kriegssensor, okay. Was ich ein bisschen komisch finde. Spieler ist nach Westen abgehauen. Jetzt gehe ich hier nach... Naja, so halb Osten. Und hier ist halt noch was. Irgendwie mal viel Schaden an den Dingern jetzt. Ach stimmt, wir sind auch gelevelt. Ganz vergessen. Gibt es hier was Cooles, was ich haben will? Ich erteile Niederschläge, wird der... Okay, der Schaden. Ich kritische Treffer wird um 25% erhöht. Das ist ganz cool. Okay, das würde ich gerne machen, aber kann ich nicht. Giftmischer. Verschwinden. Gerade Lichtblitz, okay. Interessant, einiges Attack. Okay, das ist cool. Ja, das möchte ich gerne auf X haben. Da kann ich mich schnell an Leute ranporten. Das gucken wir mal. Es wäre schon irgendwie cool, wenn man. Also, wenn diese Hinweise irgendwie mehr so an einem Ort sind. Weil klar, ich soll jetzt wahrscheinlich nach Westen gehen. Das heißt, also, ja, kann doch nicht so weit weg sein. Aber Problem ist halt, dass ich das ja eigentlich schon geholt habe. Also ist das irgendwie relevant? Und war das hier nicht viel, viel größer? Waren nicht tausend Leute gefühlt? Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Ah, cool. Ach ja, stimmt, ich kann nicht mehr blocken. Ja, klauen, schmauen, sage ich immer. Also es wäre cool, wenn ich mit Senu sehen könnte, ob hier noch was in der Nähe ist. Also von... Okay, ein Sperrgebiet darf ich meinen Vorboss nicht rufen. Naja, ob hier irgendwie Hinweise sind, die ich jetzt übersehe, aber Senu könnte die sehen. Also das wäre... nicht Senu, heißt ja Ikaros. Ikaros meine ich natürlich, nicht Senu. Aber irgendwie... Nö. Du hast hier noch was zu looten, da hinten, okay. Also klar, hier ist das Untersuchungsgebiet, das muss ja irgendwie danach hier... Okay, gut. Hier ist noch jemand.
Von hinten auf der Flucht erschossen. Das waren mit Sicherheit Banditen. Bist du dir sicher? Können irgendwelche korrupten Soldaten sein. Okay, öffne die Karte, um dein Ziel zu finden. Wieso denn? Nach Westen. Oh Gott, jetzt habe ich gerade meinen Controller auf den Tisch geklatscht. Ja. Ich meine, ist doch klar, wo es ist. Also, wir haben es ja auch schon. Das verwirrt mich, dass das Spiel nicht so denkt. Jo, der hat das doch schon. Oder vielleicht hätte ich da zweimal Holz klauen müssen? Jetzt muss ich die töten. Ah, okay. Aber die habe ich doch schon getötet. Ah, nee, ich habe ein Leben lassen, weil ein Doggo mit bei war. Ich ahne Böses, dass ich doch noch ein Doggo legen muss. Armer Wuffi. Ich wollte nicht mal aufschweichen, ich bin mal von Schritt zur Seite gegangen. Ah, ich kann den Doggo sogar leben lassen. Dann machen wir es natürlich. Warum sollten wir ihn töten? Der wird jetzt frei rumlaufen, sich sein Futter selber jagen. Er schafft das schon. Beide? Ja. Und die hat's. Nee, haben nicht die, sondern hat das Spiel direkt zusammengepackt. Das finde ich gut. Dass er nicht dann halt steht. Plus zwei weißes Leder, plus zwei weißes Leder. Wenn man beide tötet, kriegt man halt plus vier gleich. Also wenn man die praktisch gleichzeitig tötet. Ist in Ordnung so. Irgendwie brechen die FPS mal so ein bisschen ein. Irgendwie so auf 59,02 und auf irgendwie 46,87 oder so. Nicht 46, 56. Seh an, Markus, ich auch nicht. Große Heldin. Ha, sag nicht, du hast getan, worum ich dich gebeten habe. Ja, doch. Ich habe die Banditen aufgespürt und in den Hades geschickt. Dein Holz sollte bald ankommen. Und ich soll mich auf das Wort einer Söldnerin verlassen? Ah, ich kann's beweisen. Ich wusste, du würdest mir nicht glauben. Deshalb habe ich das hier mitgebracht. Hier ist ein Beweis. Ein Teil des speziellen Holzes, das du so unbedingt wolltest. Deine Bögen sollten selbst eines Apollon würdig sein, nach der ganzen Mühe, die ich hatte. Bei den Göttern! Arbeitest du wirklich mit Markus? Er hat noch nie ein Versprechen gehalten. Unglaublich. Ich arbeite vielleicht mit ihm, aber wir sind uns nicht sehr ähnlich. Ich halte mein Wort. Dann nimm das Geld und gib Markus nichts ab. Okay, das ist echt nicht so viel tatsächlich. Du und dein Holz. Wir können ja mal gucken, ob es irgendwelche Daily Quests gibt. Nö. Wahrscheinlich, weil wir immer noch Tutorial sind. Hm. Okay. Das habe ich auch schon gesehen, als ich das Spiel gestartet habe, dass da einer vorbeiläuft und ich hatte halt die Option, ihn zu töten. Und dann dachte ich so, mache ich einfach, wenn ich so wieder durchlaufe. Könnte das hier vielleicht das Siam Ufer sein? So, ja doch, es ist Sami, es steht hier oben. Ich bin blöd. Ne, das ist einfach ein Haus. Okay. Ist hier irgendwas Besonderes? Ist das hier eine Falle oder so? Oder? Ich habe keine Ahnung. Sag es, als würden irgendwelche Leute brennen, aber gut. Schwund ist überall, sage ich immer. Okay, dann haben wir das gemacht. Ich bin immer noch zu blöd, das Menü richtig zu öffnen. Ich glaube, den habe ich gerade gesehen. Wir haben hier unten noch Orte. Auge um Auge. Und hier haben wir noch eine Quest für Phoebe. Ich würde sagen, dann gehen wir da hin. Hatte ich hier noch mehr Quests? Welt und Charaktere? Ne, anscheinend habe ich die jetzt gerade abgeschlossen, die ich offen hatte. So, wir haben hier noch neue Klingen. Ja, ja, das Ding haben wir. Wir haben hier noch einen neuen Burg für Level 6 sogar.
Ich würde sagen, einfach mal zerlegen. Okay, den kann ich nicht zerlegen. Okay, ich kann anscheinend nur die Basic-Dinger zerlegen. Satz anlegen. Ach, was für ein Satz, okay. Achso, okay, dann habe ich die ganze Rüstung. Okay, ich bin verstehen. Alles gut. Den kann ich aber auch zerlegen. Vielleicht kann ich nur Sachen zerlegen, die unter meinem Level sind oder so. Also es wirkt gerade so, als würde das nur so gehen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das hier noch schnell weg. Hätte ich vielleicht hier hinten anfangen sollen. Dann wäre der irgendwie aufgerückt. Haben wir ein cooles Pferdchen? Ja, wir haben Stundenglas. Warum nehmen wir das nicht? Dann sind wir auf der ganzen Seite schon lila. Gefällt mir gut. Ja, wir wollen mit Phoebe reden und dann am besten auch gleich mit Marcos. Ja, ich weiß, dass wenn wir jetzt nicht nach Ithaka fahren, dann fahren wir, glaube ich, mit, also kriegen wir ein Boot und können woanders hinfahren. Jetzt zum Beispiel gerade 52.13, also 52.13 FPS. Ist das eine ganz komische Zahl? Warum? Also, klar, meine Grafikkarte ist wahrscheinlich auch langsam am Ende ihrer Kräfte, weil WQHD auf Ultra und dazu noch Aufnahme zieht halt schon. Ich meine, ist ja irgendwo verständlich auch. Aber warum das dann so random, so minimal, also wenn es halt kurz laggen würde oder so, das würde ich verstehen. Aber halt so kurze Minimalseinbrüche, ich weiß noch nicht, wie es im Video aussieht. Aber das sehe ich gar nicht, doch ich bin schon relativ weit im Voraus, weil der Part kommt jetzt glaube ich am 2.2. und wir müssen den 14.1. Moin Phoebe. Wie lief es mit Marcos? Wie es immer läuft. Ich habe mein Geld nicht bekommen und erledige seine Aufträge. Warum lässt du dich von ihm rumschubsen? Er schubst mich nicht herum. Tu ich nicht. Er bringt mich nur immer wieder in Situationen, die ich dann lösen muss. Vielleicht solltest du ihn daran hindern. Danke für den Ratschlag. Gern geschehen. Töten wir ihn? Was willst du, Phoebe? Phoebe. Du Kausas? Die Stadt auf der anderen Seite der Insel? Warum? Die Leute dort sind krank. Meine Freundin Kina auch. Sie leiden an einem Brennfieber. Man sagt, es sei ein Fluch und nur die Götter könnten sie retten. Wie gesagt, ich bin keine Göttin. Aber Ikaros ist ein Vogel. Das heißt nicht, dass du nicht helfen kannst. Na schön. Ich sehe es mir an. Klingt nach einem Plan. Brennfieber. Gucken wir es mal an. Aber erstmal gucken wir unter den Rock. Ehre. Und wir reden mit Marcos. Hallo Freund. Ah, da bist du ja. Und keinen Augenblick zu früh. Ich habe die Banditen erledigt und der Bognerin das Holz gebracht. Ich habe keinen Augenblick an dir gezweifelt. Und? Dein Plan? Ja, der Zyklop und ich müssen uns über ein paar Drachmen einig werden. So wie du, meine ungestüme Freundin. Ohne dich hätte ich nichts mit ihm zu tun. Mein Freund. Stimmt. Aber ich schwöre, jetzt wird das Thema erledigt. Wenn er uns weiter seine Schläge auf den Hals hetzt, dann soll gestern sein letzter guter Tag gewesen sein. Erzähl mir mehr. Also raus mit der Sprache. Was soll ich tun? Was sollen wir tun, meinst du? Ich habe den Plan, du hast die Muskeln. Ich sehe es als gemeinsamen Einsatz. Natürlich tust du das. Denk nach. Was ist dem Zyklopen am teuersten? Seine Männer? Sein Land? Seine Schiffe? Nein, sein Obsidianauge. Komm zur Sache, Marcos. Also gut, wir werden es ihm stehlen. Bist du übergeschnappt? Du leihst dir Drachmen von ihm und dann stiehlst du sein Auge? Wenn wir es haben, gewinnen wir. Dann verkaufen wir es und schlagen zwei Fliegen mit einem Obsidianauge. Er sollte stillhalten. Sonst verliert er das zweite auch. Nein, nein! Es muss ohne sein Wissen geschehen. Der Zyklop darf dich nicht sehen. Dann kommt mein neuer Bogen gleich zum Einsatz. Er bewahrt das Auge in seinem Haus auf. Es ist zu wertvoll, um es herumzutragen. Gar nicht dumm. Bis du ihm die Schwachstelle seines Plans zeigst. Warte bis Sonnenuntergang. Schleich rein und bring mir das Auge. Es ist Sonnenuntergang. Was ist Auge wert? Ist es was wert? Weißt du, wie teuer Obsidian auf Kefalenia gehandelt wird? Nein. Ich habe noch nie welchen gesehen. Eben.
Und es ist nicht nur Obsidian, es ist mit Gold durchzogen. Gold! Kein Wunder, dass er es für besondere Anlässe aufhebt. Dann würde einer von seinen Leuten was klauen. Zahlen wir unsere Schulden zurück. Es wird den Großteil begleichen. Ein Weingut ist teuer. Wo lebt der Zyklop? Ich weiß nicht, wo der Zyklop wohnt. Auf der Westseite der Insel. Dort findest du seinen Das weiß ich tatsächlich schon. Ich war schon da. Besorger, Sora. Klar. Aber dann darfst du dieses Mal nicht geizig sein. Geizig? Du verletzt meine Gefühle. Aber das macht dich eben aus. Bring mir das Auge und ich beweise dir das Gegenteil. Und denk dran, keiner darf dich sehen. Wenn keiner übrig ist, kann mich schaffst, keiner sehen. Verhinderst du, dass unsere Köpfe als Trophäen des Zyklopen enden. Ja, das machen wir auch noch, aber ich würde erst sagen, dass wir... Wollen wir das jetzt noch schnell machen? Zum Auge. Wenn es so wertvoll ist, wie Markus sagt, wird es ein eigenes Podest haben. Sprich mir die Kranken ein, sind die vielleicht alle schon verbrannt worden? Also gibt es die überhaupt noch? Stellt sich mir jetzt die Frage, weil... Okay, da vorne sind noch welche. Weil das Ding war ja eigentlich leer, als ich das letzte Mal war. Ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.